Jo Leute, herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute haben wir endlich die erste Marktanalyse. Es wird jetzt eine Serie werden auf meinem Kanal, wie wir es schon im letzten und im vorletzten FIFA haben. Die Oldschool-Hasen wissen Bescheid. Jeden Sonntag eine Marktanalysenfolge. Ganz kurz gehen wir in die Lootball-Kooperation rein. Geht ein, zwei Minuten. Ihr könnt auch was gewinnen. Deswegen bleibt dran und danach geht's rein ins Video. Let's go. Jo Freunde, heute stelle ich euch mal wieder meinen Partner Lootball vor. Lootball solltet ihr mittlerweile alle auf diesem Kanal kennen. Ist ja auch schon jetzt, glaube ich, mindestens knapp 2 Jahre mein Partner. Lootball ist komplett kostenlos, sei es für iOS, sei es für Android, sei es für App Gallery oder ihr könnt es auch am PC normal downloaden. Bei Lootball könnt ihr jeden Freitag neue Comics lesen, wo ihr Lootcoins sammeln könnt, womit ihr dann auch kostenlose Lootpacks öffnen könnt. Wir haben die Chance auf ein signiertes Trikot von Gündogan, das haben wir hier eben gesehen. Warte, deswegen nenne ich das Ihnen das Gündogan Pack, das seht ihr ja hier. Wir haben die Chance auf, ja, ein signiertes Gündogan Trikot. Plus ihr könnt unter diesem Video 12.000 FIFA Points gewinnen. Mit euren Lootball Namen, den findet ihr hier, ich zeige es euch einmal ganz kurz. Wenn ihr hier oben rechts auf die drei Striche geht, am PC, seht ihr oben Hallo Paints 1, das wäre jetzt mein Lootball Username. Den müsst ihr einmal bitte in die Kommentare kommentieren. Lootball sucht sich dann in den Kommentaren einen aus, der 12.000 FIFA Points gewinnen kann in den nächsten 72 Stunden. Sie werden unter euren Kommentar kommentieren. Deswegen checkt auf jeden Fall die nächsten Tage, ja, dieses Video ab und schaut in den Kommentaren. Oder ihr bekommt halt eine YouTube-Benachrichtigung, wenn Lootball bei euch kommentieren sollte. Heute werden wir uns das kaufen. Letztes Mal haben wir uns das, ja, mit den Diamanten, die wir uns ercraftet hatten, geholt. Komm schon, vielleicht können wir FIFA Points ziehen. Okay, wir haben hier auch ganz wichtig, Goldumrandungen sind PC-Vollvision-Games. Oh, wir haben FIFA Points. 500 FIFA Points. Die werde ich jetzt gleich an euch verlosen. Also ich werde euch die jetzt gleich zeigen. Nice. Es sind, glaube ich, nicht garantiert jetzt hier in den Packs, aber wir haben auf jeden Fall 500 FIFA Points bekommen. Da haben wir nochmal ein Vollvision Game. Ansonsten habt ihr dann noch im Inventar das Gold Rush Pack, wo ihr auch nochmal die Chance auf Diamanten habt, auf FIFA Points. Und in dem Fall ziehen wir 5 Diamanten. Und ich zeige euch jetzt hier die FIFA Points. Manchmal gewinnt man, Freunde. Wir haben auch mal Momente, wo wir 40 Euro, 60 Euro FIFA Points gezogen haben. Heute etwas weniger, aber nun gut. Der erste, der kommt, kann ihn gerne einlösen, sind, glaube ich, 5 Euro PSN-Guthaben oder FIFA-Points-Guthaben. Ansonsten checkt den Link zu Lootboy in der Videobeschreibung aus, über den Link, den ich euch jetzt einmal einblende. Schenkt euch der Lootboy ein Community-Pack mit Diamanten, Lootcoins und vieles mehr. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Ansonsten Dankeschön an Lootboy für die Kooperation. Wir gehen wieder rein ins Video. Let's go. Okay, wir verlieren gar nicht so viel Zeit und fangen direkt an, bevor ich ein paar Fragen nehme. Am Ende vom Video werde ich mir ein, zwei Fragen raussuchen, die am meisten gestellt wurden und werde darauf nochmal eingehen. Aber erstmal allgemeine Fragen, die einfach jeder derzeit hat. Was macht man mit Metaspielern? Was sind Mittel-Metaspieler? Das sind Karten wie zum Beispiel ein Martial, den wir uns raussuchen können. Der liegt gerade bei 13.000 Coins. Der ist seit gestern auch mal 3.000 Coins gedroppt. Dann haben wir einen Malen, der bei 3.000 Coins liegt. Dann haben wir einen Renato Sanchez. Nein, nicht Lodi. Wir haben hier einen Renato Sanchez, der bei 27.000 Coins liegt. Ist sogar, wie es hier aussieht, auf der PlayStation wieder extinct. Und darauf gehen wir jetzt mal kurz ein. Ich kann euch nur sagen, als Investment, wenn ihr jetzt sagt, ey Robby, ich will Martial spielen, er liegt gerade bei 13.000, würde ich dir sagen, aus meinem Bauchgefühl heraus, soweit ich weiß, sind morgen um 10 Uhr die Squad Battles Rewards. Morgen um 0 Uhr bekommt jeder seine 4.600 FIFA Points, wer die Ultimate Edition vorbestellt hat. Und morgen um 0 Uhr ist der Ultimate Edition Release. Wir wissen, also was viele gerade nicht checken, wir haben zwar hier Early Access, Freunde, aber, warte, falsche Szene, so. Dass man auf jeden Fall nicht vergessen darf, dass wir gerade vielleicht, ich kann es gar nicht einschätzen, das ist eine ganz verrückte Zahl. Wir haben gerade vielleicht 40% FIFA-Spieler, wenn wir das vergleichen mit heute in 2 Wochen. Wenn ihr wisst ungefähr, was ich meine. Also gerade spielen noch sehr, sehr wenige FIFA, was man nicht vergessen darf. Und es kommen immer, immer mehr Leute dazu. Diesen Freitag, der kommende Freitag, ist ein OTW-Event. Special Packs kommen raus, keine Lightning Rounds. Aber vielleicht für jeden so 5 gestellte 15k-Packs oder 5 gestellte 25k-Packs. Wir bekommen SBC-Content, wir bekommen Donnerstag wieder Top-Partien. Wir bekommen Donnerstag Division Rivals Awards und so ein 81er Massiv. Kann man sich einmal fürs Team mitnehmen? Ey, cool, ich will den spielen. Robby, Premier League hat nicht so viele Stürmer. Bin ich bei euch. Ich werde mir Martial wahrscheinlich auch direkt fürs Team kaufen. Und wenn er dann von, wenn ich ihm, sage ich mal, dann, also perfekter Einkaufspunkt, gehe ich von aus, ist der Montag über den Tag hinweg. Aber auch selber bitte beobachten. Nicht immer alles von den YouTubern hören, auch nicht von mir, weil ich bin auch kein Trading-Gott oder sonst was. Ich habe einfach nur ein paar Jahre Erfahrung. Wir haben dieses Jahr Vorschau-Packs, was wir nicht vergessen dürfen, was die letzten Jahre, also was nie existiert hat. Das ziehen jeden Tag mindestens 1-2 Millionen Leute, würde ich schätzen, halt mindestens ein 7K-Pack als Vorschau-Pack. Sagen wir davon 20%, 15% kaufen das Pack. Es kommen Überflutungen, ihr wisst schon, was ich meine, auf dem Markt. Wir bekommen ab morgen für jeden, der eine Ultimate Edition vorbestellt hat, was auch wieder ein paar hunderte tausend Leute wahrscheinlich sind, 4.600 FIFA Points, die werden Foodcraft spielen, die werden Packs ziehen. Da kommen so viele Karten auf den Markt. Deswegen rechne ich auch heute, wenn ihr das Video seht, über den Tag hinweg, vielleicht mit einer kleinen Marktpanik, sage ich mal, dass alle Karten etwas droppen werden. Ich wollte euch vor ein paar Tagen zum Beispiel sagen, ey, kauft euch bitte einen Van Dijk für 280.000. Ich bin glücklich, dass ich das nicht rausgehaut habe. Er ist bei 240.000. Und es kann sogar sein, dass er morgen, sprich
frisch Richtung Montag, so Sonntag oder Montag, nochmal ein Stück droppt, dass wir ihn vielleicht bei 215 auf der PlayStation haben. Dann wäre halt der Einkaufspunkt Richtung erste Weekend League. Erste Weekend League, soweit ich weiß, auch, also wie ich es mitbekommen habe von Twitter, deswegen ist eigentlich safe, sollte der 8. Oktober sein. Hier der Freitag, nicht der kommende Freitag, darauf der Freitag. Aber das hätte man sich auch denken können, wenn man das mit den letzten Jahren da auf jeden Fall vergleicht. Das sollte ja da so bleiben. Und ein Van Dijk, es kann immer noch sein, dass er Richtung, also ist eigentlich nur logisch, dass er Richtung 350.000 geht, weil es halt einfach eine Karte ist, die man wirklich noch Januar, Februar, März spielen kann, wenn nicht sogar noch im April, wenn er denn nicht noch bis dahin eine bessere Special-Karte bekommt. Aber ihr wisst, also ich meine, die Stats sind auf jeden Fall gut genug, um ihn immer noch im Januar, Februar, März zu spielen. Deswegen hat er auch keinen Grund, eigentlich zu droppen. Viele kommen in Panik, verkaufen ihn. Wie gesagt, es kommen zu viele Packs auf den Markt, also zu viele Spieler auf den Markt durch die ganzen Packs. Und deswegen könnte es sein, dass er morgen, also ich gehe auf jeden Fall heute, ich sage mal morgen, weil ich nehme das Video gerade noch an dem Samstag auf, Freunde, nicht wundern, aber ich kann mir vorstellen, dass es heute an dem Sonntag, wenn das Video kommt, Van Dijk, wie gesagt, noch ein Stück droppen wird, aber ab Dienstag, Mittwoch spätestens, sollte es eigentlich für diese Karten wie ein Van Dijk, sagen wir nochmal, von mir aus noch ein Varane, der auch ins OTW-Team kommt, er geht out of packs, von mir aus auch ein Kanté, der nochmal dieses Jahr 90er hat und keinen 89er, er hatte doch letztes Jahr 89, oder? Oder bin ich ganz crazy? Ich glaube, er hatte eine 89 letztes Jahr, können wir eigentlich auch ganz kurz nachschauen. Ja, doch, er hatte sogar eine 88. Also er hat ein plus 2 bekommen, Kanté, das ist geisteskrank. Und letztes Jahr war er zum Release, wenn wir das denn mit letztem Jahr jetzt vergleichen wollen, sage ich mal. Er war zum Release hier 380, 390.000 wert. So viel ist er jetzt gerade fast ungefähr wert. Es ist gerade 50k teurer und wir haben einen plus 2 Kanté, wenn wir ihn mit dem letzten Jahr vergleichen. Deswegen, ich sehe auch ein Kanté noch Richtung 500.000. Jenna, mein Bruder, hat den ja gezogen. Wenn ich gerade zum 15. Mal gefühlt in dem Video. Aber ich habe auch Jenna gesagt, ey, warte noch Richtung nächste Woche, Donnerstag, Freitag, Samstag. Ja, wird diese Karte Kanté wahrscheinlich auf über 500.000 gehen. Oder zum Beispiel, wenn ihr Coins habt und investieren wollt, dann wie gesagt, heute oder morgen sollte so der günstigste Zeitpunkt sein. Wie gesagt, auch bitte selber Kopf machen, Freunde, selber nachdenken. Holt euch da und da nochmal ein paar Ideen ab, sage ich mal, von anderen FIFA-Trading-YouTuber. Da gibt es etliche da draußen, die super Arbeit machen. Aber ich habe auch mit Tabak heute geschrieben und es geht einfach nicht. Ich musste gestern leider, ich habe gesagt, ey Jungs, ich bin jetzt offline, aber ich habe den Stream abgebrochen nach 2 Stunden, weil ich keinen normalen Chat hatte im Stream. Die Leute, die da, sage ich mal, am Start waren, wissen Bescheid. Wir hatten gerade mal, sage ich mal, nur 600 Zuschauer, was wirklich super ist, danke euch. Aber ich will mir dann gar nicht vorstellen, wie es vor allem bei so einem Tabak, bei einem Smaxi im Chat aussieht. Bei mir war es voll. Haaland verkaufen, kaufen, Pogba kaufen, verkaufen. Den halten, wen kaufen, wen verkaufen. Man hatte keinen normalen Chat mehr. Wir sind da auch sehr, sehr viel drauf eingegangen. Aber ich werde ab jetzt immer nur noch auf dieses Video hinzuweisen, wenn mich jemand fragt. Und kann euch sagen, Pogba zum Beispiel, 130.000, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Also eigentlich ist es Quatsch. Mein logisches Denken, meine Trading-Erfahrung, sage ich mal, sagt mir, dass er mindestens 200.000 ankratzen wird oder die 170.000, 180.000 eigentlich ankratzen muss. Es ist, Jungs, 5-4 Premier League, Ronaldo-Link, Bruno Fernandes-Link und wir haben einen Franzosen, den man mit Ferland Mondi linken kann, mit Mbappé linken kann, mit Kanté grün linken kann, also super grün linken kann und wir haben ihn gerade mal, sage ich mal, nur bei 130.000 und auf der Xbox nur bei 110.000. Ist viel zu wenig. Da könnt ihr gerne rein investieren, vielleicht heute über den Tag hinweg Richtung abends, wenn die Leute ihre FIFA-Points bekommen. Kann es sein, dass er nochmal, perfekt, Mikrofon geschlagen, unter 110 droppt, unter 115 droppt, dann würde ich ihn mir safe mitnehmen. Das auf jeden Fall zu diesen Metakarten. Martial, Renato Sanchez hat für mich so ein Maximalwert von 30.000, würde ich jetzt schätzen. Von dem würde ich eher die Finger als Investment oder so lassen. Die würde ich eher verkaufen. Wenn ihr jetzt einen Malen zieht, verkauft den ruhig oder einen Richard. Haut die ruhig weg. Der war bei 14.000. Jetzt liegt er auch nur noch bei 10.000. Ich hatte den ja auch gezogen in den fortgeschrittenen SBCs. Ich habe ihn weggehauen für 13.000, glaube ich, oder 12.500. Ja, sollte auch noch die nächsten Tage auf 7, 6, 8k vielleicht droppen. Also, wenn ihr diese Karten habt, haut sie ruhig weg. Das auf jeden Fall grob dazu, zu der ersten Marktanalyse. Ich gehe nochmal auf ein, zwei Fragen ein, wenn wir hier noch was haben. Guck mal, habt ihr Fragen? Wann Mondi verkaufen, wann Goretzka verkaufen, wann Metaspieler verkaufen, habe ich ja gerade alles beantwortet, deswegen brauche ich eigentlich auch gar nicht auf die Fragen eingehen. Welche Metakarten kann man als Investment kaufen? Sind wir auch gerade darauf eingegangen. Pogba, Kanté, Varane, Van Dijk, das sind halt die Karten. Von mir aus auch noch ein Son Rashford, Jungs, ein Rashford. Das ist so ein gutes Investment, so ein Rashford. Wenn ihr ihn hier, er liegt bestimmt bei 150, ja, unter 140 bekommt, nehmt ihn euch mit, der wird früher oder später, sage ich mal, durch meine Training-Erfahrung, ich muss es so sagen, weil ich will nicht sagen, ey, safe, weil sonst kann man das mir auch vorwerfen. Du hast gesagt, Robby, 100%. Macht euch bitte wieder, wie gesagt, auch eigene Gedanken. Aber ich kann, oder ich bin mir sicher, er wird auch hier die 200.000 auf jeden Fall anpeilen. Richtung Extinct wird er gehen, weil er auch nur eine 2.000er Price Range hat. Und bin mir sicher, dass es auch hier, wenn man den morgen, übermorgen einkauft, vielleicht für unter 140.000 ein super Investment ist. Ich brauche die Fragen gar nicht vorlesen. Es sind halt sehr, sehr viele Fragen, aber leider immer nur die gleichen Fragen. Wann Suarez verkaufen? Wann Renato Sanchez verkaufen? Wann steigt Kanté? Lucas Moura wird steigen? Wann steigt Aubameyang? Immer die gleichen Fragen. Also ich habe es jetzt hier grob beantwortet.
ausgestattet mit Mittelmeterkarten, die ihr ruhig verkaufen könnt. Weil es nicht immer alles so wie letztes Jahr abläuft. Das hat Smexy auch sehr, sehr cool zusammengefasst. Kann ich euch ganz kurz zeigen. Da gehen Props an Smexy raus. Er hat auch gestern, wartet hier, geschrieben. Auch, er hat auch auf diesen TikTok, auf dieses TikTok hier geantwortet. Und er hat auch geschrieben, auf das TikTok, haha, der Typ hat wohl kein einziges Mal die aktuelle Marktsituation angeschaut. Bin ich bei ihm, also bei Smexy. Ich würde nicht mehr in günstige Karten investieren. Haben wir gerade erwähnt, würde ich auch nicht machen. Hab's gesehen, das ist ganz großer Quatsch. Das ist mir viel zu unsicher. Das kann man alles nicht mehr mit dem letzten Jahr vergleichen. Keine Ahnung, wie ihr das seht. Bin ich bei, komplett bei Smexy. Ich finde auch mal dieses, ich hab's ja auch gemacht. Ey, letztes Jahr. Bei Metakarten bleibe ich dabei, die müssen steigen. Das kann nicht sein, dass ein Pogba zu Release 100.000 kostet. Das ist viel zu wenig. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Checkt Lootboy ab. Lasst gerne ein Abo da, würde mich freuen. Morgen und übermorgen habe ich Fahrschule, deswegen kann ich leider erst Mittwoch streamen. Dafür streamen wir Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Also wir werden auf jeden Fall sehr viel wieder streamen. Es tut mir unglaublich leid. Ich will ja auch meine 4.600 FIFA-Points loswerden. Also komplett in Fooddraft. Und dass wir dann Freitag oder Samstag dann im Stream dickes Pack-Opening haben von den ganzen Draft-Packs. Freunde, ich bin raus, haut da rein. Ich gehe jetzt Anthony Joshua schauen. Wenn das Video kommt, wissen wir schon, wie es ausgegangen ist. Haut da rein, bis morgen. Vielleicht schaue ich morgen Montag noch ein Video auf spontan raus. Und ciao, ciao. Schönes Wochenende. Restliches Wochenende.